Herzlich willkommen, hier ist euer Bierleidenschaft. Ich grüße euch. Ja, heute geht's weiter mit dem Bierkalender von Kalea. Und zwar habe ich dieses Jahr einen Craft-Bierkalender 2022. Genau, welches Bier es ist, habe ich hier. Und ja, das werde mal heute trinken. Das werden wir mal probieren. Und ich bin immer gespannt, wie es schmeckt. Cooles Design auf jeden Fall. Und ja. Ich guck grad mal, fruchtig, flockig steht da. Eine Frau ist drauf. Eine blonde Frau. Und genau. 4,5% Alkohol. Wir haben Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Weizenmehl, Hopfe, Hefe. Ja, hört sich ja schon mal interessant an. Gebraut nach dem Reinheitsgebot. Ja, freue mich drauf. Und ja, ich bin dann mal gespannt. Ja, heute Türchen 23. Wenn ihr es nochmal wissen wollt, heute ist Türchen 23 dran. Von dem Craft Beer Kalender. So. Kapsel ist auch bedruckt auf der Flasche. Und genau das Etikett und das Design gefällt mir ganz gut. Ist ein Baum drauf, ist eine kleine Kirche drauf, eine Blume drauf, eine kleine Frau ist drauf. Und ja, bin ich gespannt. Und dann mache ich einfach mal auf. So. Sehr schön. Wunderbar. Dann ist hier die Kapsel. Und ja, dann riechen wir mal. Riecht schon mal interessant, wie das in der Richtung schmeckt. Und ja, ich habe auf jeden Fall das Original Kalea-Testglas hier am Start. Und ja. Dann schenken wir mal ein. Und ja, heute ist ja quasi kein Fehler passiert. Alles heil geblieben, also war nichts kaputt. Und ja, auch Schaum ist auch nicht direkt aus der Flasche gekommen. Und ja, sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Ja, es sieht saftig aus. Ich freue mich schon drauf auf das Bier. Ja, Schaum könnt ihr mal selber gucken, wie die Schaumkrone hier ist. Ja, wenig Schaum. Kommt, denke ich mal, immer drauf an, was für Bier es ist. Und dann gucken wir mal, ob es haftet bleibt am Glas. Ja. Und ja, von der Farbe her leicht Gold, so ein helles Gold, würde ich jetzt sagen. Und ja, dann sage ich mal, Bierfreunde, zum Wohl.
Schmeckt soweit ganz gut. Schön leicht auf jeden Fall. Schon mal zu erwähnen. Ja, angenehm. Es ist auf jeden Fall angenehm zu trinken. Schön leicht, nicht schwer. Ja, ist ein gutes Bier. Kann man auf jeden Fall trinken. Auch zu Weihnachten. Auf jeden Fall. Und ja, erstmal vielen Dank an Kalea für das Bier. Ja, würde mich auch mal wünschen, wenn Kalea hier unten mal bei mir mal vielleicht auch mal schreibt. Mal schauen, würd mich freuen. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank für das tolle Bier. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum letzten Mal. Und zwar für den Kalender. Und wir machen morgen Türchen 24. Ja, bis dann und ja. Auf Wiedersehen, euer Bierleidenschaft. Bis bald.